Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Heute besprechen wir das Lyme Disease. Das ist nichts anderes als Borreliose. Und ich möchte da mal ein bisschen dahinter schauen. Ist das eine Volkskrankheit oder eine Seuche, die sich immer mehr verbreitet oder nicht? Und was können wir dagegen tun, um dieses Problem loszuwerden? Oder kriegt man es gar nicht los? Das möchte ich heute alles wissen von einem herausragenden Mediziner, den ich bestimmt schon 30 Jahre verfolge, kenne. Er hat nämlich Anna dazumals auch diese weltbekannte Paracelsus-Klinik in der Schweiz geleitet und zu einem Weltruhm verholfen. Heute leitet er die Sonnenberg-Klinik in der Schweiz und ich bin ganz gespannt, was er uns zu diesem Thema sagen wird. Es ist nämlich der Dr. Med. Thomas Rau. Bleiben Sie dran, wir legen sofort los. Und da sind wir wieder und da darf ich den Gast zeigen. Lieber Thomas, ganz herzlich willkommen im Studio. Gut. Gut, guter Anfang. Ja, also, danke Lyme Disease für die Einladung, für dieses sehr wichtige Thema. Mhm. Ja. Ist es eine Seuche, ist eine Volkskrankheit, verbreitet sich die? Können wir die behandeln? Kriegen wir es los oder müssen wir damit leben? 5 Fragen. Ja. Also, die Borreliose war schon lange bekannt. Das ist die durch Zecken übertragene bakterielle Krankheit. Borrelia burgdorferi ist der Erreger. Das habe ich schon als Student vor ganz vielen Jahren, habe ich das schon lernen dürfen. Das ist also nichts Neues. Mhm. Nur hat die Borreliose ihr Gesicht geändert. Grundlegend. Und hat heute eine enorme Verbreitung gefunden. In Amerika ist dieses Leiden bekannt als Lyme Disease. Ja, Lyme ist ein kleines Städtchen in Connecticut, also an der Ostküste. Dort ist ein ähnliches Klima wie zum Beispiel im Thurgau oder in Schaffhausen, so ein Feuchtklima, da hat es viele Seen und da gibt es viele Rehe in den Wäldern drin, sehr ähnlich wie bei uns. Und warum sage ich das? Weil es deswegen auch bei uns so häufig geworden ist, weil diese Übertrager, das sind nämlich die Rehe, die dann gebissen werden von den Zecken. Die Zecken nehmen das in sich auf und denen macht das nichts. Später kann die Zecke, kann dann den Menschen halt auch befallen. Das heißt, sie beißt die Zecke und saugt Blut ab. Wenn die Zecke sich aufgesaugt hat mit Blut, ab einem gewissen Grad weg gibt es dann Pendelblut. Und sie saugt hinein, aber weil der Druck größer ist, geht wieder ein bisschen hinein. Und dann wird der Mensch infiziert. So kommt es zu dieser Krankheit, zu dieser Infektion mit Borrelien. Diese Borreliose macht dann diese Zeckenbisse, und da gibt es gute Untersuchungen auch entlang des Rheins, vor allem auf der baden-württembergischen Seite wurde das dann getestet. Und es wurde zum Beispiel festgestellt, dass Schulkinder entlang des Rheines auf der deutschen Seite, die hatten, das war vor einigen Jahren diese Untersuchung, dass die hatten zu über 80% hatten die Borrelien schon gehabt, sind aber überhaupt nicht krank. Die sind völlig gesund. Also Antikörper quasi. Ja, die haben gebildet. Antikörper. Das heißt, das Vorhandensein der Antikörper ist noch keine Krankheit. Mhm. Und da liegt heute leider ein Problem, dass es wird getestet, wenn man nicht weiß, was man hat. Dann testet man irgendwann auch einmal auf Borrelien und dann findet man positive Antikörper. Ist doch gut, ja. Aber das ist noch keine Bescheinigung, dass man krank ist. Genau. Ich durfte vor etwa 15 Jahren in Massachusetts an einen Kongress gehen, wo über Umgebungsmedizin berichtet wurde. Und da waren auch
Immunologen, da waren Toxikologen, da, es war ein riesiger Kongress. Und da war ich dann eben auch eingeladen, über die Borreliose zu sprechen. Vor mir war ein Referent, den kannte ich nicht, und der hat dann gesagt, dass die haben von Washington bis nach Maine hinauf, die ganze Ostküste haben sie untersucht, die Häufung der Borreliose, weil in Amerika, vor allem an der Ostküste, ist dieses Lyme Disease, ist ein Riesenproblem geworden. Und er hat festgestellt, dass diese mehr problematischer Werdung des, dieses Leidens abhängig war von toxikologischer Belastung. Er hat nämlich festgestellt, dass genau gleich wie die Häufigkeit der Erkrankung auch in den Gewässern dieser recht industriellen Region oder Gebiete der Welt halt eben parallel war. Wo mehr toxikologische Schwermetall, insbesondere Quecksilber und Blei, Belastung war, wurden die Leute kränker an Borreliose. Das heißt, dieses Bakterium hat seine Dignität, wie man sagt, seine Verhaltensweise und seine krankheitsauslösende Kraft hat es von der Schwermetallbelastung. Ja. Heute, jetzt sind wir in einer anderen Welt. Es ist auch in der Bioszene ist bekannt, ja, das Lyme Disease, die Borreliose, Stadium 3. Und wenn man nicht weiß, dann testet man auf Borrelien-Antikörper und man findet Antikörper. Ja, aber Sie finden bei jedem Bauernbub entlang des Rheins in Baden-Württemberg, finden Sie die kerngesund, diese Büblein oder diese Kinder, finden Sie, oder Forstarbeiter, finden Sie die Antikörper. Das Vorhandensein der Antikörper heißt nicht, dass der Mensch an diesem Bakterium erkranken muss. Aber Sie behandeln es dann genau. Aber so. Und da wurde eine riesige Propaganda gemacht. Erstens von der pharmazeutischen Industrie, um Antibiotika zu geben. Es haben sich dann aufgeblasen ganz viele Lyme- oder Borreliose-Spezialisten überall. Sprießen die aus dem Boden und behandeln die Leute dann antibiotisch. Wir in der Bioszene, wir behandeln sie auch, aber nicht antibiotisch, sondern, und jetzt kommt, es tönt vielleicht arrogant, in der Sonnenbergklinik in Schwelbrunn haben wir praktisch 100%ige Erfolgsquote. Aber ich behandle nicht gegen die Borrelien, ich entgifte den Menschen von den Toxinen. Weil die Borrelien können erst ihr Stadium 2 oder 3 bilden, wenn sie in dieser toxikologischen Milieusituation drin sind. Schon wieder. Es ist immer das Gleiche. Mm. Und wir können ihre Artigkeit halt wieder zurückentwickeln, indem wir den Körper entgiften und die Bakterien beruhigen sozusagen. Mit den fantastischen Mitteln der Firma Sanum in Norddeutschland, welche eben bakterienverändernde Medikamente haben, Naturmedikamente, fantastische Heilmittel, die Firma Sanum. Mit denen behandeln wir die. Aber auch, schau, und jetzt komme ich auf das Allerwichtigste, nämlich die Borreliose-Patienten, die wir dann finden, wenn wir andere Neurotrope, das heißt die nervenbeeinträchtigende Viren auch schauen, haben die immer hohe Virenwerte, immer. Der Borreliose-Patient, der sogenannte, der meistens durch zum Teil sogar pseudobiologische Praxen behandelt wurde, monatelang unsinnigsterweise antibiotisch behandelt wurde, hat toxische Belastungen, fast immer Quecksilber, und hat andere virale Belastungen. Jetzt kommt sogar noch etwas anderes drum, ich werde jetzt ein bisschen erregt, weil das ist so schlimm. Die Antibiotika, die dann an zweiter Stufe, weil die erste Stufe, das sind die normalen Doxycycline, wirken meistens nicht genügend. Die zweite Stufe ist das Rocephin. Und das Rocephin hat als Stabilisator Quecksilber drin.
Danke. Und der Patient wird nur noch toxischer. Ein Teufelswerk. Das ist schlichtweg nicht nötig, weil ob die Borrelien pathogen werden oder nicht, hängt vom Milieu des Patienten ab. Und wenn wir dieses Milieu ändern, dann werden diese Bakterien halt wieder harmlos, wie sie bei gesunden Menschen ohnehin sind. Ich habe eine wichtige Frage. Man hört immer wieder, es gibt Borrelien, die sind infiziert und andere sind nicht infiziert. Was ist denn hier da gemeint? Ja, die Borrelien, also sind infiziert. Es geht eigentlich um Begleitinfektionen. Bartonella und Babesia, das sind die typischen Begleitbakterien, welche mit den Borrelien zusammen auch, das sind tierpathogene Bakterien, auch vorhanden sein können. Aber wir müssen von diesem Denken, sogar die Bioärzte, die immer sagen, alles hängt vom Milieu ab, plötzlich bei der Borreliose nicht mehr. Werden sie dann nicht mehr und geben Antibiotika. Ah. Es ist schlimm. Also Gut. Ich habe schon wieder was Großartiges gelernt. Herzlichen Dank auch hier. Ich frage meine Bio-Kollegen, ja, wie behandle ich denn Borreliose? Und wenn sie dann kommen mit Antibiotika, dann haben sie es nicht begriffen. Aber es gibt auch, und das hatten wir einmal bei meinem Sohn, der hatte einen Zeckenstich, ein Biss am Rücken und dann haben wir eigentlich einen langen roten Strich schon nach unten gesehen. Das heißt, hier war ja eigentlich schon eine angehende Blutvergiftung da, genau. Oder? Nein, das ist so. Das Stadium 1, das tritt in diesen Regionen, wo eben die Feuchtigkeit und die Temperaturen stimmen, tritt in ca. 30% der Zeckenbisse, tritt dieses Stadium 1 nach 10 bis 20 Tagen auf. Es geht also einige Tage oder einige, es kann auch kürzer sein heutzutage, die Inkubationszeit. Und dann sagen Sie hier, ist der Zeckenbiss, dann bildet sich ein Ring, eine Rötung. Diese Rötung geht dann nach außen. So ein ringförmiges Erythem gibt das. Und das ist das Stadium 1. Mhm. Da, wenn man das erwischt, dann können wir mit unseren biologischen Mitteln, unterspritze ich das, oder die Schulmedizin gibt dann, und das hat auch seine Berechtigung, die antibiotische Therapie. 21 Tage wird heutzutage empfohlen. Meistens wird es 10 Tage gegeben mit Doxycyclinen. Aber man könnte auch es anders machen statt mit Antibiotika. Ja, wir machen das immer anders und wir haben bei den Fällen, die wir so behandeln, bei der Stadium 1, haben wir kein Übergehen in Stadium 2. Und das Stadium 2 und 3 sind dann eben Stadien, die man gar nicht mehr mit den Borrelien in Verbindung bringt. Das sind entweder Gelenkprobleme, also Arthritis, meistens der großen Gelenke, oder dann das Stadium 3, ist aber selten, sind neurologische Krankheiten. Jetzt kenne ich doch einige Mediziner, die sich als Borrelien-Spezialisten geben und zum Beispiel mit Intervall-Hyperhypooxid-Therapien arbeiten. Und sie haben mir das so erklärt, dass in einem sauerstoffarmen Bereich, also Höhentraining, wenig Sauerstoff, die Borrelien aus den Gelenken rauskommen, dann haut man wieder Sauerstoff drauf. Und wenn sie so viel kriegen, dann sterben einige davon und der Rest zieht sich wieder zurück. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Haben die überhaupt Borrelien oder nicht? Oder? Es ist so, dieses Intervalltraining machen wir bei uns in der Sonnenberg-Klinik in Schwelbrunn auch. Das ist eine fantastische Methode, eine Reizmethode, wo man eben auch Bakterien, aber vor allem die Mikrozirkulation, die Sauerstoffaufnahmefähigkeit der Zellen verbessern kann. Mhm. Geniale Therapie bei koronaren Herzkrankheiten, bei Angina pectoris und so weiter. Es wirkt auch bei viralen und bakteriellen Krankheiten, weil dann die Zellen widerstandsfähiger und gesunder werden und sich eben besser wehren können. Ich sehe das nicht so als diese Bakterien wandern dann hinaus
weil sie jetzt zu wenig Sauerstoff haben. Es ist eine ganz intensive Milieutherapie, also wo das innere Milieu des Menschen, das Stoffwechselmilieu, behandelt wird. Und darum wirkt das so gut. Mhm. Was es mit den Bakterien macht, bin ich nicht sicher, weil es sind ja nicht die Bakterien, es sind die Antikörper, welche eine Antikörperreaktion machen. Beim Stadium 2 und 3. Mhm. Ich sehe das nicht so, dass die bösen Borrelienzeckenbakterien gehen dahin und fressen den Nerv auf. Das ist eine Antikörper-Antigen-Reaktion. Ich möchte nochmals eine kurze Zusammenfassung machen. Das heißt also, wenn ein normaler Mediziner Antikörper missbehandelt, behandelt er sofort Borrelien mit Antibiotika. Wobei ja eigentlich bestehende Antikörper nichts anderes sagst, hey, dein Immunsystem ist aktiviert und hat eigentlich eine normale Immunantwort gegeben. Also das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie krank wäre, oder? Es könnte schon lange vorbei sein. Die Erreger könnten schon weg sein. Genau, die Borrelien-Antikörper, die bleiben sehr, sehr, sehr lange. Und es wird bezweifelt, nicht nur von mir, sondern auch immunologisch, ob wirklich die Bakterien noch aktiv vorhanden sind oder ob nur noch Bakterienzerfallsprodukte vorhanden sind und der Körper dann dagegen, gegen diese körperfremden Eiweiße oder Partikel, halt dieser zerstörten Bakterien, immer noch Antikörper entwickelt. Und dann haben wir aber eine Antikörper-Antigen-Reaktion, eine immunologische wie eine autoimmune Reaktion. Und das sind nicht die bösen Bakterien, die da herumfressen, lebendig. Die sind nicht mehr. Aber nochmals, ich vielleicht jetzt auch für einen Langsamdenker, wenn mein Körper Antikörper produziert, dann muss er doch eigentlich den Erreger im Körper eliminieren können. Ja, das sollte, drum macht er ja Antikörper, ja, dass die weißen Blutkörper, also de facto die Makrophagen, aktiviert durch die Lymphozyten, das sind so die Immunreaktionen, dann hingehen und diese Partikel auffressen. Mhm. Und wenn sie sie auffressen, dann werden sie enzymatisch im Granulozyt, in diesen weißen Blutkörperchen, aufgelöst, weil da sind Enzyme drin. Und dann sind sie inaktiv geworden. Und das sind die meisten Fälle, oder? Das sind die meisten Fälle, ja. Ein intaktes Immunsystem. Mhm. Wenn wir aber, und das war jetzt das Problem, wenn wir aber ein nicht mehr intaktes Immunsystem haben, entweder eine Überreizung, weil ganz viele andere Stoffe noch vorhanden sind, oder toxisch bedingt eine Unterfähigkeit, eine Unteraktivität der Granulozyten und Lymphozyten ist, dann kann dieses Verarbeiten nicht mehr gemacht werden. Diese Leute haben dann ewig lang diese Antikörper. Das heißt, gut, die Antikörper alleine ist okay, aber wenn die Borrelien überleben im Körper, warum überleben sie denn, wenn ich Antikörper habe? Das verstehe ich auch noch nicht. Wenn sie überhaupt überleben, wenn es nicht Abfall, du musst dir vorstellen, da gibt man ein Antibiotikum. Oder der Körper merkt, oh, da kommen falsche Bakterien daher und zerstören diese. Dann sind die ja nicht in Luft aufgelöst. Die sind ja noch zwar tot oder zerfallen vorhanden. Mhm. Und dieser Bakteriendreck sozusagen, der ist dann immer noch vorhanden. Und dagegen werden auch Antikörper. Drum werden Unterantikörper bestimmt, wo man dann Flagellen oder die Zellwärmepartikel der Borrelien als Antikörper untersucht. Und wenn jetzt jemand in die Stufe 2 oder 3 kommt, irgendwie 10 Jahre später nach diesem irgendwann entstandenen Zeckenbiss, heißt das, und die Stufe 2 ist, weil er einfach plötzlich sein Knie nicht mehr bewegen kann oder äußerst nur noch mit großen Schmerzen. Was hat er dann? Hat er dann 10 Jahre lang Antikörper gehabt gegen diesen Borrelienbiss dazumals? Und gibt es jetzt noch die Borrelien im Knie drin oder gibt es hier im Knie eine Reaktion aufgrund der Antikörper? Da gibt es im Knie eine Reaktion aufgrund der Antikörper. Tatsächlich? Ja, das ist alles anders. Ich habe gerade jetzt einen ganz hartnäckigen Fall, der immer wieder
Gelenk, sind immer die großen Gelenke, oder fast immer. Knie hatte er, Ellbogen, Schultern, aber vor allem Ellbogen und Knie. Immer wieder total schlimme Ergüsse, also geschwollen. Und ich habe mehrmals Blut getestet, war immer Antikörper positiv. Ich habe auch das Punktat, wir machen ja diese Punktierungen und lokale Behandlungen, auch geschaut. Und da war zwar Antikörper, aber keine Bakterien waren vorhanden. Ein steriler Erguss war das. Mhm. Das sind nicht die bösen Bakterien, die man dann kultivieren kann. Die waren gar nicht mehr da. Und diesen Patienten haben wir dann als ein Polyarthritis-Patient behandelt und schwupp, es war gut. Obwohl er klassisch also es war natürlich nicht gut, eine Polyarthritis ist eine sehr langdauernde Geschichte. Was ist Polyarthritis? Ein Rheuma, dieses klassische Rheuma mit vielen Gelenken. Mhm. Das wird chronische Polyarthritis genannt. Mhm. Das einfach das Gelenkrheuma. Mhm. Ja. Es ist immer oder fast immer ein autoimmunes Problem. Aber hier war die Idee möglicherweise wegen den Antikörper, dass es Borrelien ist und genau, das war es wieder nicht. Das hat sich nicht und dieser Patient hatte auch klassisch indiziert wäre es gewesen, weil er sehr starke Borrelien-Antikörper hatte, hatte auch, wie sich's gehört nach Schulmedizin, antibiotische Behandlungen, sogar mehrmals und das hat aber überhaupt nichts genützt. Trotz der Diagnose, welche gestellt wurde aufgrund der Antikörper. Ich bin wieder sehr überrascht und erstaunt darüber. Weißt du, die Antikörper-Sache, da ist man jetzt ein bisschen offener. Ich habe Antikörper zu einem aktuellen Virus. Da muss ich sagen, okay, ich hatte immer die Infektion, mein Körper hat reagiert und hat sich den Kampf aufgenommen. Die Sache ist erledigt. Habe ja auch nie was gemerkt oder gespürt. Ist alles gut. Das heißt eigentlich, wenn ich das rübermülze auf Borrelien, wenn ich Antikörper habe zu Borrelien, ja, der Kampf ist gemacht und mein Körper, mein Immunsystem hat gesiegt. Ist doch gut. Aber dass die Mediziner aufgrund eines Antikörpertests auf Borrelien dann gleich behandeln, obwohl er ja eigentlich ein Immunsystem hat, das jetzt das selbst macht, das ist für mich jetzt eher sehr fragwürdig geworden und überraschend und wieder einmal die Bestätigung, dass alles anders ist, als man glaubt. Genau. Ich muss jetzt noch den Immunologen zugute halten. Ein differenzierter Arzt unterscheidet zwischen IgM, die sind nur positiv, wenn das Bakterium noch da ist, und IgG, die sind eben, wie du gesagt hast, ein langdauerndes immunitäres Reagieren. Mhm. Und wenn die IgM erhöht sind, das ist bei dem Kind, das gebissen ist und nachher einen Kreis kriegt, sind immer die IgM hoch. Ja. Die Bakterien sind da. Mhm. Darum ist es da auch recht, kurzfristig zu behandeln. Mhm. Antibiotisch. Mhm. Nicht aber die große Zahl der sogenannten Lyme Disease Patienten. Mhm. Oder eben Borreliose Patienten. Wow. Und es wurde dann, und das muss ich noch schnell sagen, in der Werbung vor einigen Jahren, das kommt jeden Frühling wieder, jetzt müssen sie gegen Zeckenbiss impfen. Ja, aber das ist eine Frühsommer-Meningoenzephalitis, eine virale, sehr seltene Krankheit, gegen welche geimpft wird. Und nicht gegen die Borreliose. Man kann gegen Borreliose nicht impfen. Das ist ein Pschiss, wie wir auf Schweizerdeutsch sagen, ist eine Fehlleitung der unwissenden Laien. Jetzt müssen sie impfen gegen die Borreliose. Das kommt beim Menschen rüber. Hört man immer mehr. Ja, ist aber nicht. Man kann das nicht impfen. Geimpft wird gegen die Zecken Meningoenzephalitis. Das heißt die Hirnhautentzündung letztendlich. Ja, die Hirnhautentzündung, die aber irrsinnig selten ist. Ach Gott. Herzlichen Dank für diese sehr wertvolle Sendung. Gern. Das war für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wieder der Professor Dr. Thomas Rau von der Sonnenberg-Klinik und habe wieder viel lernen dürfen. Ich hoffe, Sie auch. Und vielleicht ist jetzt auch für Sie, auch zu Hause,
die Gefahr oder die Angst, einmal durch den Wald zu gehen oder durchs Weideland zu spazieren, nicht mehr ganz so groß. Denn wenn Sie ein gutes, intaktes Immunsystem haben, dann kann das sehr wohl mit großartigen, produzierten Antikörpern dagegen angehen, sodass wir nicht mehr das meiden müssen oder meinen, die Angst müsse auch hier siegen und uns davon abhalten, diese wunderbaren Spaziergänge im Wald zu machen. Also das ganz sicher nicht so. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.